Anfang April 1989. Die Strahlen der Frühlingssonne haben schon Kraft in Apulien, tief im Süden Italiens. Fernab der Hektik europäischer Industriezentren geht das Leben noch einen geruhsamen Gang. An einem Ort allerdings, auf dem Rundkurs von Nardo, herrscht rege Betriebsamkeit. Denn die milde Witterung am Südzipfel Europas schafft hier schon so früh im Jahr die Voraussetzung für die Bewährungsprobe einer neuen Generation von Hochleistungsmotoren. Mit dem Angriff auf zwei Geschwindigkeitsweltrekorde über 500 Meilen und 1000 Kilometer sollen Standfestigkeit und Leistungsvermögen der neuen Fünfventiltechnik von Audi demonstriert werden. Das Fahrzeug? Ein gewichtsoptimierter Audi 200 Quattro mit integriertem Sicherheitskäfig. Mit seinem 650 PS Triebwerk auf Basis des Serien-5-Zylinders hat Audi weltweit erstmalig einen Pkw-Hochleistungsmotor mit der Fünfventiltechnik ausgerüstet. Nach vielversprechenden Versuchsfahrten wird das Auto nach den Bestimmungen der FIA für Kategorie A Gruppe 1 abgenommen. Endlich der Start zum Angriff auf die beiden Rekorde, die schon seit 1978 bestehen. Meilen und 1000 Kilometer, so schnell das Auto geht. Fahrer und Material sind trotz der Überhöhung des 12,5 Kilometer langen Rundkurses äußerst starken Belastungen ausgesetzt. Insbesondere die Reifen müssen ungeheure Kräfte aufnehmen. Und der Motor? Wird die Fünfventiltechnik halten, was sich die Konstrukteure von ihr versprechen? Sind drei Einlass- und zwei Auslassventile pro Zylinder in Verbindung mit Turboaufladung ein Schritt in die richtige Richtung? Boxenstopp. Reifenwechsel, auftanken. Nur ein qualifiziertes, eingespieltes Team kann entscheidende Sekunden sparen und die Sicherheit der Fahrer gewährleisten. Ein Gebläse verhindert Hitzestaus in den hochbelasteten Aggregaten. Sicherheit geht über alles. Wieder auf die Strecke. Ein neuer Fahrer ist unterwegs, weit über 300 Stundenkilometer schnell. Das Serviceteam hat Pause. Während die Zeitmessung läuft, stellen wir die Frage nach dem Sinn solcher Rekordversuche. Liegt er darin, immer noch schnellere Fahrzeuge zu bauen? Nein. Das technische Konzept, dessen Grenzen hier ausgelotet werden, soll einmal in die Großserie einfließen, weniger um ein bloßes Leistungsplus zu erzielen, als vielmehr eine bessere Drehmomentcharakteristik und besseres Verbrauchs- und Abgasverhalten. Die Fünfventiltechnik bietet dazu gute Voraussetzungen. Durch das Testen dieser Technik an den Grenzen ihres Leistungsvermögens gewinnen die Konstrukteure wichtige Aufschlüsse über die Möglichkeiten, die dieses Konzept für Serienmotoren eröffnet. Die Tests in Nardo enden vielversprechend. Die beiden anvisierten Rekorde gehören jetzt Audi. 1000 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 326,4 Stundenkilometern, 500 Meilen mit 324,5 Stundenkilometern heißen die neuen Rekordmarken, die noch nicht überboten werden konnten. Die neue Fünfventiltechnik hat ihr Leistungspotenzial eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich als Konzept mit Zukunft erwiesen.